Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Storm 2. Ja, im ersten Part sind wir eben hier in Sylas gewesen und haben erfahren, dass es wohl ein Mittel für den Tiny Tim gibt, um ihn wieder auf die Beine zu bringen. Aber das hat eben dieser Cringe hier oben, den haben wir schon mal gesehen, dieser unfreundliche Tipski da. Ah, da können wir doch sicher was machen. Hallo, du da. Reden. Was wollt ihr? Nun, wir hätten ganz gerne das Heilmittel gegen das Lamberfieber. Ach, wollt ihr das? Wisst ihr was? Ihr bekommt es nicht. Was wollen Sie dafür? Ihr seid wohl keine armen Schweine. Na, für 20.000 Fila verkaufe ich euch das Heilmittel. Vergiss es, wir sind Inspektoren. Komm. Lügen wir mal. Ihr, verschwindet ihr lieber. Okay, dann werden eben andere Seiten aufgezogen. Verwandeln wir ihn. Ja, 20.000 viel, aber halt wirklich ein bisschen viel. Komm, geh nach rechts, du Zeiger. Mach mal halt einen Magier draus. Vampir-Magier erschaffen. So. Da ist nämlich das Heilmittel drin. Deswegen die 20.000, die muss man nicht wirklich ausgeben. Das ist einfach gesponnen. So. Dann gehen wir mal dem kleinen Tiny Tim helfen. Oh mein Gott. Das finde ich super, Leute. Das finde ich doch mal super. So. Weiter geht's. So, hier. Gucke mal. Und konntet ihr das Heilmittel schon besorgen? Ja, hier ist es. Ihr habt es? Ich kann es nicht fassen. Ich bin euch unendlich dankbar. Wie kann ich das nur jeweils wieder gut machen? Das brauchst du nicht. Ihr seid wahre Engel. Wenn ich das schon höre, wird mir schlecht. Hier, nehmt bitte das. Es ist das Einzige, was ich Wertvolles haben. Es ist eine seltene Rune, die Tiny Tim vor einiger Zeit gefunden hat. Oh, danke. Lichtrune erhalten. Jetzt wird Tiny Tim endlich gesund. 56.700 Erfahrung erhalten und wir sind über Level 70. Wow. Und der Werwolf kann ein Berserker. Wollen wir doch gerade mal schauen, was das ist. Erhöht Angriff, Angriff und Geschwindigkeit. Macht rasend. Wow. Das ist nice. Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt rausgehe und wieder reingehe, ist der dann schon gesund? Ja, dachte ich mir, dass das dann getriggert wird. Gedanken lesen. Ich bekomme jetzt sogar schon wieder richtig Luft. Endlich werde ich gesund. Ich muss euch danken, ihr habt das Heilmittel besorgt. Schön zu sehen, dass es dir wieder besser geht. Ja, ich fühle mich schon viel besser, dank euch. Wir haben gern geholfen. Ich habe noch etwas für euch. Papa weiß nichts davon, aber ich habe das beim Spielen draußen noch gefunden. Ich will es euch schenken. Lebensank erhalten. Dankeschön. Ich habe euch zu danken. Ich würde sagen, wir könnten uns jetzt auch mal in der Eishöhle umschauen. Oh. Ah, okay, den gab es ja auch noch. Welcher Trottel hüpft hier von Dach zu Dach? Und dazu noch mit einem Sack auf dem Rücken. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Hüpft der erst hier weiter? Nee. Irgendwann mal müsste der doch... Ja gut, hier wird er wahrscheinlich nicht kommen. Doch. Nanu. Da ist er. Ho, ho, ho. Ho, ho, dich selber. Ah, ich spüre, ihr seid artig gewesen. Artig? Ich? Ho, ho, ho. Nein, der gute Wallner. Oh, kennst du meinen Namen?
Ho, ho, ho. Ich hab etwas für dich. Doch könnt ihr es nur öffnen, wenn ihr euch im Kampfe bewiesen habt. Besiegt den Behemoth und ihr könnt dieses Geschenk öffnen. Ho, ho, ho. Behemoth? Wirklich ein sehr merkwürdiger Kerl. Was mag da nur drin sein? Geschenk erhalten. Jetzt wird hier auch noch gutes Verhalten belohnt. Eine Schande, sowas. Okay, das wusste ich nicht mal, dass man da ein Geschenk kriegt. Ja, schön. Geschenk, Geschenk, Geschenk. Geschenk, Geschenk, Geschenk. Wo haben wir's? Ich glaube, das ist was. Ja, hier. Merkwürdig. Hier muss man eine Art Zahlencode eingeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war wohl der falsche Code. Was meinte dieser Kerl aber auch nur mit, im Kampfe bewiesen? Ich weiß es nicht. Behemoth, Behemoth, wo ist Behemoth? Ist das jetzt in unsere Aufgaben eingetragen worden, Leute? Nee, ist es nicht. Okay. Dann sollte ich da wohl mal kurz. Moment. Mein To-Do aufnehmen hier. Behemoth besiegen, um Geschenk zu öffnen. Speichern und weg damit. So. Ach, da drüben war auch schon die Höhle. Gehen wir da doch mal schnell rüber. Und hoffen, dass wir nicht auf dem Weg angegriffen werden. Jede Wette beim letzten Feld, bis ich zur Höhle komme. Ja, nicht mal. So, mal schnell eine Blutviole hier. So. Und rein da. Oh, ich hätte eigentlich auch den Hasen schlachten können. Naja, egal. Irgendwas muss es hier ja geben. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Sieht interessant aus. Schauen wir doch mal, was wir hier finden werden. Außer den Gegnern eben. Sieht aus, als könnte das Vieh irgendwie die Haare formen und kontrollieren quasi. So wie der eine komische Typske da bei One Piece mal, bei dieser Enies Lobby Sache. Der konnte doch auch irgendwie seine Haare komisch kontrollieren und so. Ja, ihr kennt mich, es geht das Geheimnisgesuche wieder los. Scheinbar ist hier nichts, okay. Hier auch nicht, oder wie? Das kann ich kaum glauben. Da muss es einen anderen Weg hingeben. Da ist ein Geheimnis, schön. Schattenrune erhalten, schön. Ich gehe jetzt einfach immer rechts lang, Leute. Dann werden wir schon irgendwann irgendwo ankommen. Ah, da liegt was rum. Schwer zu sehen, aber okay. Ach so, wegen dem Viech konnte ich da nur so langsam rumlaufen. Ich dachte gerade, das leckt, aber nee. Da war das Viech dran schuld. Oh, ganze drei Stück. Weil nicht irgendwelche lustigen AOs. Hey! Giftregen, Giftfeuer, Giftregen, komm. Bam. Komm, mach mal meinen Berserker. Ultima. Nochmal ein Giftregen. Und jetzt hauen wir drauf. Bam, haut jetzt schon ganz schön rein. Aber sie muss ihm erstmal was reinpumpen. Komm, hier. Nimm. Hm.
Zack, wow. Heftig. Heftig mit dem Skill. Jawohl, ja, so muss das. 9100 Erfahrung und 3 Seelen. Und Level Up für den Werwolf. So. Ja, hier gibt's auch noch einen Geheimgang. Okay, schön. Auch herumliegt einen kleinen Seelenstein. Ah, nice. Aber irgendwas Cooles muss es hier doch geben. Das kann doch nicht sein, dass wir hier so umsonst sind. Feinde lauern euch auf. Initiative. Zaubern. Nein. Angriff. Berserker. So. Ihr seht schon, der kommt jetzt dadurch auch schneller wieder dran. Weil eben die Geschwindigkeit von dem Werwolf dann auch steigt. Und der hat ja eigentlich eh nichts anderes außer Auto-Attacks, von daher kann man den ruhig auf Berserker stellen. Einziges, was passieren kann, ist, dass er eventuell nicht den angreift, den man gerne hätte. Aber dann ist der andere wenigstens auch schon vorgeschwächt, also ein Fehler ist es, denke ich, nicht. Oder wie seht ihr das? Kann man schon mal machen? Feinde lauern euch auf. Schon wieder. Sowas aber auch. Ja, verdammt, jetzt habe ich den nicht auf Berserker gestellt. Egal. Was hatte ich eigentlich vor? Ja, komm schon. Das Vieh muss doch gleich umkippen. Oh, aber nicht, wenn Elaine verfehlt. Aber schon heftig, da macht der Werwolf einfach mal als Berserker dreifachen Schaden. Das lohnt sich dann schon, wenn man eben quasi eine Runde 1 aussetzt, indem man das aktiviert. Aber dann eben dreifachen Schaden bekommt. Und dann auch noch schneller wieder angreifen darf mit dem. Das ist schon heftig. Muss ich irgendjemanden heilen? Nee, müsste noch gehen für den Kampf. Warte mal, wen habe ich da? Ihn hier, okay. Zack. So, schön. Geheimnis gefunden. Aber hier geht's ja auch nochmal lang. Ja, stimmt, zu der Truhe muss es ja noch irgendwie gehen. Wahrscheinlich hier unten irgendwie, ja. Eine andere Möglichkeit gab's ja nicht mehr. Elementarsäbel. Aha. Ja, ich glaube, jetzt sind wir zumindest mit der rechten Seite der Höhle ein. Ja, wir sind einmal mit der Höhle durch, okay. War doch nicht so interessant, wie ich es mir erhofft hatte. Oh, da ist ja, da liegt ja noch was. 44 Fehler. Was ist das denn da oben? Naja. Ach, das ist so ein komisches, ja, Gebilde, wie wir auch hier haben, okay. Gut. Dann würde ich aber sagen, war es das erstmal für diesen Part, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire Stone 2.
Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.